Hallo Minecraft und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ja, ich habe letzte Folge ordentlich noch nachgearbeitet, ja. Hab hier ein bisschen was umgebaut für die Saplings, hab hier mal die Fässer überdacht, weil das Problem ist, sobald es regnet, laufen die mit Wasser voll. Und wir haben 30 Erdblöcke. Die hauen wir jetzt alle mal durch den Sieb. Ich hoffe, dass da genug Zeug rauskommt. Ich will ja wieder eine Schere bauen. Sorry, Leute. Und dann müsste ja auch genug anderes Zeug noch rauskommen. Und dann wird man auch heute noch gucken, dass wir noch eine zweite Plattform irgendwie hinkriegen. Hab ja einiges, zumindest an Oakwood. Da können wir schon was damit basteln. Birchwood habe ich auch ein bisschen gefahren, weil ich habe dann am Ende hauptsächlich Birke angebaut, weil ich eben das Holz haben will. Ich habe ja schon so eine Vorstellung, was hier auf diese Plattform am Ende kommen soll. Es gibt einige Steinchen. Was es genau wird, verrate ich euch noch nicht. Aber ich habe da was im Auge. So, 10 Blöcke, 11 noch, weil der drin ist, der zählt ja auch noch. Ein Stack Steinchen haben wir schon. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. So, was haben wir hier? Grassamen, Seeds, Zucker, Melonensamen. Ja, das sieht gut aus. So. Na, jetzt habe ich mich verklickt. Ah, 26 Steine, das sieht schon mal gut aus. Die Steinchen machen wir mal da rein, die wir noch übrig haben. Also es war eine ordentliche Arbeit gestern noch, oder das letzte Mal, als ich die ganzen Bäume abgeerntet hatte. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Stunden beschäftigt, um die 30 Gras Erdblöcke da zu bekommen. Von dem her bin ich ganz froh, dass ich das zwischen den Aufnahmen gemacht habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ihr da nicht dabei wart, aber es ist auch nichts Spektakuläres passiert. Von dem her, ist es, denke ich, gar nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt, wir kriegen genug Eisen oder andere Rohstoffe, dass wir vielleicht auch mal schon Autonomous Activator, der wäre interessant, dass wir den bauen können. Aber ja, es dauert halt je nachdem noch ein ganzes Weilchen. Ich glaube, ich habe noch gar nichts hier rausgekriegt. Also den 3 Dingern, die da unten im Inventar sind. Kommt überall nichts raus. Jetzt habe ich nochmal was gekriegt. Ist allerdings die Frage, ob das Eisen oder Gravel oder Aluminium ist. Auf jeden Fall geben wir uns viel Mühe. Da kam auch noch mal was raus. Kohle kriegt man, na gut, das war Lapis. Das war mal wieder nichts. Auch nichts. Aber da kommt so oft nichts raus. Das finde ich nervig. Zwei Iron, 2 Aluminium, Lead, Platinum, Tin, Nickel. So, wir haben jetzt
30 Blöcke hier durchgehauen und wieder eigentlich nichts rausbekommen. Haben noch keinen Redstone, gar nichts. Und die Bäume wachsen gerade auch wieder nicht. Und dann los! Dann... Was machen wir denn dann? Noch mal ein bisschen hier. Ah, warte, essen müssen wir noch was. So, dann bauen wir halt hier mal ein bisschen Plattform aus. Ich werde hier jetzt mal eine bisschen größere Plattform, glaube ich, bauen, um hier ein Häuschen drauf zu platzieren. Wobei das eigentlich, ja doch, das können wir machen. Ich habe gerade überlegt, ob das eigentlich eine gute Idee ist, weil wir sollten vielleicht ein Häuschen auf Cobblestone bauen. Na, warum verklicke ich mich denn die ganze Zeit? Damit wir da auch einen Lava-Generator hinstellen können. Aber den können wir eigentlich dann auch auf eine extra Plattform machen. Die wir mit Cobblestone ausbauen. Deshalb können wir uns hier das leisten, dass wir da das mit Oakwood machen. Machen wir noch mal. Oh, ich sollte vielleicht gucken, wie viele Blöcke das sind. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Machen wir 21. Ich denke, das ist eine gute. Oder 25. Machen wir 25. 22, 21. Ach Mann, 25. Boah, haben wir hier eigentlich? Yay! Wir können uns hier anzeigen lassen, wie der Mobspawn ist. Das ist sehr gut. Von der Mitte aus. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, wir bauen jetzt einfach mal hier ein bisschen außen rum. Damit wir die Größe der Fläche abstecken können. Brauchen wir immer noch ein bisschen. Das wird ziemlich riesig. Ich glaube, bis hier müsste es gehen. Sogar wieder gekriegt. Aber ich glaube, ich gehe hier noch weiter raus.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich glaube, wir gehen hoch auf 30. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, das ist okay. So. So, vielleicht haben wir sogar nachher Glück, dass hier ein paar Mobs spawnen. Wobei ich natürlich nicht überall Mobs spawnen haben will. Sonst machen die mich nachher noch kaputt. Irgendwie wachsen die Bäume nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Vielleicht war das doch keine gute Konstruktion hier. Das habe ich eigentlich gemacht, damit ich mich nicht immer hochbauen muss oder so. Das scheint nicht zu funktionieren. Oh, ich muss Fackeln bauen. So, auf der kleinen Fläche da hinten lassen wir Mobs spawnen zu. Aber hier nicht. Sehr gut, alles ausgeleuchtet soweit. Ja, seht ihr, kaum habe ich das Ding abgebaut, wachsen da wieder Bäume. Okay, dann weiß ich, dass das nicht funktioniert. Ist zwar schade irgendwo. Aber ja, eigentlich auch egal. So, Birchwood. Ja, ich hatte hier einiges an Rohmaterial vorgecraftet. Oakwood zum Beispiel oder Sticks. Was ist denn das? Oh oh. Dammit! Warum kann der mich schlagen? Irgendwas fallen gelassen. Ich möchte wissen, was das ist. Noch ein Mehl. Tofu Beacon. Bacon. Okay. Ist ja schon. Das ist ja interessant, was die hier fallen lassen. Wir müssen natürlich auch immer wieder ein bisschen Bäume abholzen, ist ja logisch. Das Doofe ist, wir haben keine Schere rausgekriegt. Ah, ich könnte mal gucken, ob ich aus einem anderen Material eine Schere machen kann. Wir haben nicht genug Rohstoffe. Okay, dann hat sich das schon mal erledigt.
dachte, vielleicht hätten wir genug Ingwer oder so, dass wir daraus eine Schere machen können. Weil da ist vielleicht auch mehr Durability drauf. Aber davon haben wir auch nicht genug. Also wir werden die Plattform da drüben weiterbauen. Sehr gut, wenigstens einen Block können wir uns dadurch craften. Aber nach dem Bäumchen hier lassen wir das auch für den Moment schon gewesen sein. Schade, dass das aus den Erdblöcken nicht mehr rausgekommen ist. Achso, was interessant ist, ist, dass die Monster eine riesen Range haben, finde ich. Den Skin von den Teilen finde ich auch cool. Ist mal ein bisschen was anderes, wie die normalen normal aussehenden Monster. Und da ist noch ein Sockling. Und da kommt auch noch was raus. Dann müssen wir den auch noch nehmen. Dann haben wir wenigstens wieder zwei Erdblöcke geschafft, diese Folge. Ja, es ist noch mühsam. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Immer diese Weisheiten, ja? Ja, ich weiß. Ja, es ist unglaublich, dass wirklich das Holz, was ich da dran gebaut hatte, dass das das Wachsen der Bäume behindert hat. Zwei Saplings brauche ich noch. So. Und dann soll es das von dieser Folge. Guck mal, der. Hat er wirklich eine Range auf mich? Ja, wirklich. Wow. Au. Au. Also die Zombies sind schon nicht ganz ohne, finde ich. Vor allem durch das, dass sie so eine hohe Reichweite haben. Ja, aber das werden wir vielleicht nächste Folge nochmal genau austesten. Werden wir gucken, was die Zombies da drüben alles liegen lassen. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.